Wow, schau dir die große Tür an. Die stand aber nicht immer im Museum. Vermutlich war es die Tür einer Moschee, also von einem Gotteshaus der islamischen Religion. Dort betet man zusammen und liest aus dem Koran. So nennt man die heilige Schrift des Islam. Ach so, das wusste ich noch nicht. Ich war aber schon mal in Marokko und habe dort eine Moschee besucht. Dort waren die Türen aber aus Metall. Cool, diese Tür ist hier aus Holz und mit einem typischen Muster verziert. Erkennst du die großen 16-zackigen Sterne? Ja, ich sehe es. Durch die vielen Sterne entsteht ein geometrisches, unbegrenztes Muster. Kennst du noch eine Moschee? Ja, sie steht in der Türkei in Istanbul. Sie ist sehr berühmt, aber auch sehr alt. Wie heißt denn diese Moschee und wie alt ist sie denn? Die Moschee heißt Hagia Sophia und wurde im Jahr 537 gebaut. Sie ist also schon fast 1500 Jahre alt. Dann ist ja die Hagia Sophia ja noch älter als die Moscheetür aus dem Museum. Weißt du mehr über die Tür? Hast du in dem Unterricht nicht aufgepasst? Nein, erzähl doch einfach. Man weiß nicht, wer die Flügeltür gebaut hat. Sie kommt wahrscheinlich aus Kairo, also aus Ägypten. Was ist denn eine Flügeltür? Und warum ist da noch eine Öffnung? Eine Flügeltür besteht aus zwei freischwingenden Teilen. Und die kleinere Tür ist dafür da, damit man sich vor Gott verbeugt, wenn man in die Moschee geht. Was ist das für Musik? Das nennt sich Iden. Man hört es vor dem Gebet, damit jeder weiß, wann er beten muss. Ah, das ist interessant. Aber ich gehe mir jetzt weiter das Museum anschauen. Bis später. Tschüss. Vielleicht treffen wir uns später noch einmal.